Guten Tag. Philosophie ist die Kunst, die eigene Zeit in Begriffe zu fassen. Nicht nur in diesem Sinne sitzt mir im Moment einer der ganz großen Philosophen unserer Zeit gegenüber, ob Authentizität oder Multikulturalismus, die Quellen des Selbst oder das säkulare Zeitalter. Seit mehr als 50 Jahren versorgt uns der Kanadier Charles Taylor mit den maßgeblichen Stichworten und Theorien politischen Denkens und regt so die Suche nach einem besseren Zusammenleben immer wieder neu an. Es gibt gerade heute viel zu besprechen. Herr Taylor, herzlich willkommen. Vielen Dank. Herr Taylor, eines der großen Themen, das Sie derzeit beschäftigt, ist die Krise der Demokratie. Nun kann man sagen, es liegt im Wesen der Demokratie, in der Krise zu sein. Oder anders gesagt, eine Demokratie, die nicht in der Krise ist, ist gar nicht lebendig. Ich denke, das kommt der Wahrheit nahe. Manche Krisen konnten wir zwar verhindern, aber sie waren immer eine Gefahr. Die Demokratie verspricht etwas, das im griechischen Wort Demos steckt, was so viel heißt wie Nicht-Elite. Das Versprechen lautet, auch wer nicht der Elite angehört, kann sich einbringen und bei Entscheidungen mithelfen. Doch in vielen Demokratien ist das immer weniger der Fall. Die Elite und verschiedenste Machtspiele gewinnen zunehmend an Einfluss. Krisen sind daher ständig eine Realität oder eine Gefahr. Wenn wir jetzt 10 Jahre zurückschauen, beispielsweise Barack Obama wurde gewählt, in vielen Ländern ein demokratischer Aufbruch, auch in den arabischen Ländern. Heute ist die Situation recht anders. Woran würden Sie die Krise, die wir heute erleben in den westlichen Demokratien, festmachen? Die westlichen Demokratien stecken tatsächlich in der Krise und wie Sie sagen, gelingt es auch nicht, neue Demokratien zu errichten. Aber sprechen wir über die Krise der westlichen Demokratien. Es ist gut, mit Barack Obama zu beginnen, denn es schien, als spräche er von dieser Krise. Seine Kampagne stand unter dem Slogan »Yes, we can«. Damit sprach er viele einfache Bürger westlicher Demokratien an, die den Eindruck hatten, sie könnten nichts verändern. Sie litten unter allen möglichen Problemen und sahen nicht, wie sie Veränderungen in Gang bringen können. Dass sie so unglaublich stark auf diesen Slogan reagierten, zeigt ihren großen Wunsch, sich einbringen zu können. Nehmen wir ein europäisches Land wie Spanien. Dort entstand aus den Protesten die Partei Podemos, was dasselbe heißt, Yes, we can. Ich denke, unsere momentane große Krise beruht auf der Tatsache, dass von diesen Hoffnungen viel zu wenig übrig geblieben ist. Es gibt ja eine spezielle moderne Befindlichkeit, die Niklas Luhmann mal auf den Begriff gebracht hat, alles könnte anders sein. Ich kann nichts ändern. Das heißt, eine individuelle Ohnmacht im Angesicht einer Gemeinschaft, die nicht so handelt, wie es nötig wäre. Das stimmt. Die Menschen haben das Gefühl, in einer großen Maschinerie zu stecken. Der Aufstieg des Neoliberalismus, für mich der Inbegriff des übertriebenen Glaubens an die Märkte, gibt den Menschen den Eindruck, alles sei vorgegeben, nicht von einer Person, sondern von diesem unpersönlichen, riesigen globalen Markt, dessen Mechanismen sie nicht verstehen und in dem sie nichts ausrichten können. Das drückt auf die Moral der Bürger. Und wenn es nicht gut steht um die demokratische Moral, laufen die Dinge tendenziell schlecht. Die Anonymität der Strukturen, das ist ein Problem. Gleichzeitig sehen wir eine Personalisierung des Feindes. Die Idee, dass ein politischer Gegner ein Feind ist, ist drängender geworden und auch die Brutalisierung des Sprechens im politischen Diskurs. Worauf führen Sie das zurück? Nicht damit müssen wir beginnen, sondern mit den Rettern, die überall auftauchen, wie Donald Trump, der Amerika wieder groß machen will. Die Personalisierung beginnt mit dem neuen Machthaber, der verheißt, uns mit unseren Fähigkeiten oder Stärken zu verkörpern, wenn wir ihm folgen. Damit verspricht er uns eine gewisse Macht. Aber erschreckend ist, dass heutige Leadertypen wie Salvini, Marine Le Pen oder Trump einen großen Teil der Bevölkerung stigmatisieren und anprangern. Das widerspricht diametral der Natur der modernen Demokratie, die sich als egalitär versteht, die alle einbeziehen und allen gleiche Rechte zugestehen soll. Diese Demagogen würgen die zentralsten demokratischen Werte ab. Und sie erreichen nichts damit.
denn sie haben kein Programm, um ihre Versprechungen einzuhalten und die Probleme zu überwinden. Das zeigt zum Beispiel der Handelskrieg von Trump, der nirgends hinführt. Sie haben keine Lösung für die Ursachen hinter den Problemen der Menschen. Trotzdem kann man das Gefühl haben, dass diese Personen durch den Kontrast, durch die Gegnerschaft, die sie betonen, eine Art Vitalisierung vornehmen. Das heißt, eine Verlebendigung der Demokratie, die vielleicht in zu viel Konsens erstarrt war. Ja, sie wecken die Hoffnung auf eine neue Bewegung. Auch wenn das völlig illusorisch ist, können sie damit sehr überzeugend wirken. Aussagen wie, wir machen Amerika wieder groß oder wir machen Frankreich wieder zum Land, das es früher war, wecken Hoffnungen bei den Bürgern. Sie haben den Eindruck, sie könnten etwas bewirken, wenn sie mächtige Leute wie Trump oder Le Pen wählen. Noch etwas anderes sollte uns bewusst sein. Die Wähler glauben nicht zwingend an diese Populisten. Sie sind vielmehr so verzweifelt und wütend, dass sie, wenn sie schon nichts gegen ihre Probleme tun können, wenigstens denjenigen, die sie dafür verantwortlich machen, eins auswischen wollen. Ein gewichtiger Faktor ist also die Wut. Man muss nur schauen, nach welchen Gesichtspunkten die Amerikaner 2016 gewählt haben. Viele sagten, falls Trump es nicht schafft, werden wir Bernie Sanders wählen. Es ist also nicht so, dass sie Trumps Programm gut hießen. Den absoluten Höhe- oder besser Tiefpunkt dieser Verzweiflung sieht man beim harten Kern der Gelbwesten in Frankreich. Auf das Angebot zu diskutieren und eine Lösung zu suchen, gehen sie gar nicht ein. Wir wollen nicht diskutieren. Es gibt keine Lösung. Wir wollen einfach unsere Wut rauslassen. Wir sind das Volk. Das sind ja sehr dunkle Energien, man kann sagen Ressentiment, Verzweiflung, fast bis zur Selbstzerstörungswille. Man weiß, das sind keine Lösungen, man wählt sie trotzdem, weil man gar keine Lösung mehr sieht. Stimmt, das ist ein erschreckender Gedanke. Wie Sie sagen, ist es ein selbstzerstörerisches Verhalten, das aber vielen nicht bewusst ist. Wer im Armutsgürtel um das Appalachengebirge oder in den von großer Arbeitslosigkeit betroffenen Regionen Frankreichs lebt, versteht wohl diese unterschiedlichen Beweggründe gar nicht. Aber wenn man diesen Menschen zuhört, spürt man ihre große Wut und den Drang, jene zu treffen, die sie dafür verantwortlich machen. Wenn wir diese Teilung der Demokratie in sich selbst beobachten, dann kann man sagen, es gibt eine Achse, die immer wichtiger wird, die Achse zwischen Land und Stadt. Und man hat den Eindruck, die Verzweiflung, der Destruktionswille, der Nihilismus vielleicht sogar liegt auf dem Land, während die Stadt diese Bewegung nicht gleichermaßen mitmacht. Sicher spielt es eine Rolle, ob man in der Stadt oder auf dem Land lebt. Aber dieses Phänomen hat eher historische Gründe. Ausschlaggebend ist, woher wir stammen. Zudem meinen viele, früher sei alles viel besser gewesen. In den USA werden die Gründerzeit oder der Bürgerkrieg mystifiziert. In Frankreich die Revolution oder die Prinzipien, die auf dem Spiel standen. In Deutschland ist es wahrscheinlich 1945. Viele haben den Eindruck, wir hätten den Bezug zu unseren Ursprüngen verloren oder würden uns davon entfernen. In der Politik ist es daher am wichtigsten, was für eine Geschichte man erzählt. Obamas Geschichte wies in die Zukunft. Er propagierte eine perfektere Union der Vereinigten Staaten und berief sich damit auf die Verfassung, sprach aber in der Vergangenheit. Unsere Union war gut, aber wir müssen sie stetig verbessern. Ein Zukunftssinn. Ja, ein Zukunftssinn. Sein Feind war die Tea Party, die sich auf 1774 beruft und sagt, wir waren freie Amerikaner und müssen diese Freiheit zurückerobern. Auch Marine Le Pen und alle diese Bewegungen mystifizieren eine Vergangenheit, in die wir nicht zurückkehren können. Aber sie beharren darauf, sie wurde uns genommen und sie müssen wir zurückerobern. Es gibt ja einen politischen Vordenker, der sozusagen der Urvater dieses zurückgewandten Populismus ist, Jean-Jacques Rousseau, der es auch so darstellt, dass die Zivilisation den Menschen entfremdet, unfreier macht, einen Naturzustand auf dem Land imaginiert, in dem wir wirklich frei waren und
der sagt, wir brauchen einen Volonté générale, einen populistischen Gemeinwillen, der uns vor dieser Situation rettet. Ja, in gewisser Hinsicht ist es eine rückwärtsgewandte Geschichte. Oder es wird uns vermittelt, wir hätten eine falsche Richtung eingeschlagen. Wir seien in einem Naturzustand gewesen und dann voneinander abhängig geworden. Noch mehr wird aber von den Medien ein gemeinsamer Wille heraufbeschworen, der wie ein Blitz einschlägt. Das ist eine weitere schreckliche Illusion, die zum Beispiel suggeriert, in der Französischen Revolution seien alle vereint gewesen. Das sieht man auch bei den Gelbwesten. Sie wollen das Drama der Französischen Revolution von 1830 und 1848 wieder aufleben lassen. Protestfolklore? Ja, es ist eine Art Folklore, die suggeriert, ein Blitz würde einschlagen und uns alle vereinen. Das ist eine große Illusion. Es ist für mich interessant zu sehen, dass Sie sich so weit von Jean-Jacques Rousseau distanzieren, weil Sie selbst in Ihrem Denken als politischer Philosoph Jean-Jacques Rousseau eine zentrale Stellung einräumen. Sie sind Kommunitarist, Sie haben ein Ohr und ein Gespür dafür, wie wichtig die Idee einer Gemeinschaft, auch einer Volksgemeinschaft sein kann und sollte. Ja, und nicht nur das. Ich denke, dieser Wunsch nach Anerkennung geht zurück auf Jean-Jacques Rousseau. Auch wenn alle sagen, es gehe um Hegels Prinzip von Herrschaft und Knechtschaft und um Johann Gottlieb Fichte. Aber diese Idee der Anerkennung bzw. der fehlenden Anerkennung findet man bei Rousseau. Wenn ich davon abhängig bin, was Sie von mir denken, Rousseau bezeichnet das als Versklavung, ist das nicht wirkliche Anerkennung. Ich spiele Ihnen vor, jemand anderer zu sein, um Ihre Anerkennung zu gewinnen. Der Wunsch nach Anerkennung liegt dem Phänomen wohl oder übel zugrunde. Darum kommen wir nicht herum. Wenn wir von Anerkennung und Anerkennungsmangel sprechen, dann gibt es ja, sagen wir mal, zwei große Theorien. Die einen sagen, Anerkennungsmangel ist ökonomisch, er ist monetär. Ich will in meiner wirtschaftlichen Existenz anerkannt werden. Und dann gibt es einen zweiten, der sagt, das ist kulturell. Ich will in meiner Identität als kulturelles Wesen anerkannt werden. Rousseau ist doch eher ein Identitätstheoretiker, was uns in die heutige Zeit bringt. Diese Wut, ist das eine kulturelle Wut oder eine ökonomische, würden Sie sagen? Ich denke, es geht um beides. Viele Bürger, die diese Machthaber gewählt haben, sind wütend, weil sie sich in wirtschaftlicher Hinsicht vernachlässigt fühlen. Doch leider oder glücklicherweise funktioniert unsere Gesellschaft nicht, wenn den Menschen systematisch eine gewisse Identität abgesprochen wird. Natürlich anerkennen die Anhänger dieser populistischen Helden die Identität anderer nicht. Aber das ist in unserer Zeit nicht mehr tolerierbar. Die Menschen fordern, dass man sie ernst nimmt, so wie sie sind. Das geht auf Rousseau zurück. Sie wollen nicht mehr etwas anderes vorgeben oder überhöhten Standards entsprechen. Daraus resultiert eine Instabilität, die unsere moderne Gesellschaft prägt. Und wir müssen beiden Anerkennungsansprüchen gerecht werden. Die Ambitionen, Wünsche und Lebensentwürfe der Menschen müssen wirtschaftlich umsetzbar sein. Gleichzeitig darf man sie nicht zwingen, etwas vorzugeben, das sie nicht sind. Sie sollten ihre Wünsche und ihre wahre Identität nicht verstecken müssen. Doch die Wende in unserer Zivilisation erschwert die Bestrebungen, dass in unseren Gesellschaften alle akzeptiert werden und gemeinsam agieren können. Ein Kulminationspunkt dieser Krise, zumindest aus europäischer Sicht, ist ja der Brexit und das Brexit-Verlangen, in dem alle Strömungen, die Sie genannt haben, fast zusammenkommen. Es gibt ein Identitätsbedürfnis, es gibt die Teilung zwischen Stadt und Land und es gibt eine tiefe strukturelle Dysfunktionalität, ein Nicht-Funktionieren des politischen Systems. Wie schätzen Sie als Anglo-Amerikaner, als Kanadier, dieser Verfall dieser alten kulturellen Demokratie ein? Vom Brexit sind verschiedene Bevölkerungsgruppen betroffen. Da sind zum Beispiel die Bewohner der im Niedergang befindlichen alten industriellen Regionen im Norden und Nordosten.
Sie sind überzeugt, sie hätten es früher besser gehabt. Sie leiden unter der Verschlechterung und haben den Eindruck, niemand kümmere sich um sie. Deshalb sind sie wütend auf die Eliten. Aber den Brexit-Befürwortern der Tory-Partei geht es um etwas anderes. Sie pflegen einen sehr mächtigen Mythos. Ihr größter Moment war, als die Briten 1940 allein gegen die deutsche Übermacht antraten. Es gibt eine Art Kult um diesen Moment, den wir, auch die heutige Generation, aus ihrer Sicht verraten haben und den sie zurückgewinnen wollen. Damit einhergeht die stark übertriebene Vorstellung, dieses von Europa befreite Vereinigte Königreich könne alles erreichen. Wir machen Deals mit der ganzen Welt, sogar mit Trump. Und dieser sagt, gut, aber überlasst mir euer Gesundheitssystem. Das ist eine große Selbsttäuschung. Es gibt also verschiedenste Beweggründe. Aber die Brexit-Befürworter der Tories sind fanatisch geworden. Sie werden auseinanderbrechen, wenn sie unter Druck geraten, zum Beispiel durch ein Referendum, das den Verbleib in der EU fordert. Und dann gibt es die jungen Bewohner der städtischen Gebiete im Südosten, die jammern, weil sie ihre europäische Identität verloren haben. Wenn wir darüber sprechen, dass eine der wichtigsten, tiefsten Demokratien des Westens jetzt so in einer offenbaren Krise ist. Vielleicht können wir das von den USA auch sagen. Dann gibt es auch eine Krise der Demokratie, der Anerkennung in dem Sinn, dass man sagt, vielleicht gibt es andere Regierungsformen, die funktional klüger, effektiver, rationaler sind. Technokratien wie in Singapur oder vielleicht sogar in China, dass man sagt, das mögen keine vollkommen institutionalisierten Demokratien sein, aber da passieren wenigstens vernünftige Dinge. Da werden rationale Entscheidungen getroffen. Es gibt Umfragen im Westen, die solche Tendenzen vor allem bei jungen Menschen aufzeigen. Ich weiß nicht, wie ernst Ihre Zustimmung gemeint ist. Ich weiß nicht, ob Sie die Einschränkungen Ihrer Freiheit und Ihrer Rechte akzeptieren würden. Aber es ist bedenklich, dass viele Leute finden, unsere Demokratien würden nicht funktionieren. Ich denke, das wollen Sie damit sagen. Wären Sie aber Xi Jinpings totaler Kontrolle durch die verschiedenen Überwachungsmechanismen ausgesetzt? Kameras, ja. Ich glaube nicht, dass Sie das akzeptieren würden. Vielleicht die Singapurer. Aber vergessen Sie nicht, Singapur wurde lange an einer sehr kurzen Leine gehalten. Inzwischen wurde diese ein wenig gelockert. Aber es gab dort einen kontrollierten Multikulturalismus, eine erzwungene gegenseitige Anerkennung. Das ist eine Erfolgsgeschichte unter speziellen Umständen. Aber global gesehen haben wir ja Länder, die sich in diesem Übergang befinden. Länder wie die Türkei, Länder wie einstmals Russland, Länder wie jetzt Brasilien, in denen das demokratische System sich, wie soll man das sagen, freiwillig selbst abschafft. Ja und nein. Ich denke, heute erleben wir eine andere Bedrohung der Demokratie. Die Leute sprechen immer von den 1930er Jahren, von Hitler, Mussolini, Stalin. Sie sind keine Gefahr mehr für uns. Gefährlich sind die neuen Scheindemokratien, Putins Russland oder Erdogans Türkei. Gelenkte Demokratien, wie man sie auch manchmal nennt. Ja. Genau das ist der Punkt. Sie wollen gewisse demokratische Errungenschaften beibehalten. Zum Beispiel ist ein Teil der Medien nicht total unter ihrer Kontrolle. Sie ermöglichen Wahlen, lassen auch gewisse Oppositionsparteien zu, die sich selbst darstellen dürfen. Aber sie sorgen dafür, dass sie ihre Macht nie verlieren und arrangieren die Dinge entsprechend. Ungarn ist ein weiteres Beispiel dafür. Ich nenne sie irreversible Demokratien. Sie gebärden sich ähnlich wie gewisse Regimes nach dem Scheitern des Kommunismus, wie Ungarn mit seinem Gulasch-Kommunismus. Dort sagte man der Bevölkerung, bleibt zu Hause, schreibt eure Bücher, veröffentlicht nichts Gefährliches und wir behelligen euch nicht, was natürlich die Bolschewisten früher getan haben. Sehr intrusiv gewesen damals. Ja, das ist, wenn Sie wollen, eine sanfte Form von Freiheitsentzug. Man kann sogar alle 4 Jahre an die Urne gehen, obwohl es nie gelingt, einen Oppositionellen zu wählen. Trotzdem sind solche Regierungsformen sehr verführerisch, mehr als die Nachahmung des chinesisch-kommunistischen Regimes.
Sie sind denn auch die wirkliche Gefahr. Diese irreversiblen Scheindemokratien oder gelenkten Demokratien, wie der indonesische Präsident Sukarno sie bezeichnete, sie sind gefährlich. Also nicht die 1930er, sondern die 2020er Jahre. Diese Demokratien gehen ja mit einem gewissen Versprechen einher. Und es ist mittlerweile hauptsächlich ein Schutzversprechen, das davor schützen soll, dass Fremde, dass Ausländer, dass Migranten in das Land kommen. Wir schauen uns dazu mal die Meldung eines sehr wichtigen Menschen an, des Papstes, der sich genau in diesem Sinne zur Krise der Demokratie geäußert hat. Die Kirche beobachtet mit wachsender Besorgnis das weltweite Wiedererstarken von aggressivem Verhalten gegenüber Ausländern, besonders gegenüber Einwanderern. Auch der wachsende Nationalismus, der das Gemeinwohl vernachlässigt, macht uns Sorge. Die Art und Weise, wie eine Nation Einwanderer empfängt, zeigt ihr Verständnis von Menschenwürde und ihr Verhältnis zur Menschlichkeit. Jedes menschliche Wesen ist Teil der Menschheit und hat dieselbe Menschenwürde. Wenn ein Einzelner oder eine Familie gezwungen sind, aus ihrer Heimat zu fliehen, müssen sie mit Menschlichkeit empfangen werden. Ein ganz klares Bekenntnis zur menschlichen Würde, auch als Zentrum einer Demokratie. Aber gerade was destabilisierend wirkt, ist ja derzeit die Aussicht, dass zu viele Menschen aus anderen Ländern die Demokratien von innen heraus zu destabilisieren drohen. Zumindest ist das der Eindruck, den manche Menschen haben. Das ist richtig. Schon immer lebten in einer Gesellschaft vor allem Menschen eines bestimmten Schlags. Und gab es andere, waren sie schon sehr lange da. Wenn fremde Menschen, Angehörige einer unbekannten Religion, hinzukamen, fragte man sich voller Angst, werden die uns verändern? Können wir unsere Identität beibehalten? Ich kann das vielleicht besser nachvollziehen als viele Nordamerikaner, weil ich aus Quebec stamme, aus einer Gesellschaft, die seit rund 250 Jahren um ihre Identität kämpft. In Quebec erlebten wir das immer wieder. Wir waren besorgt wegen der neuen muslimischen Gemeinschaft. Dass wir Katholiken, Protestanten und Juden unter uns hatten, war okay. An sie hatten wir uns gewöhnt. Doch dann kamen diese anderen Gruppen. So etwas kann zur Tragödie werden. Aber wenn man nicht auf negative, feindliche Weise eingreift, ordnen sich die Dinge normalerweise von selbst. In unserem Fall taten diese Menschen alles, um sich in unsere reiche, freie Welt einzugliedern. Wenn wir sie fragten, warum wollt ihr bei uns leben, waren die beiden wichtigsten Argumente, weil ich hier frei bin und meinen Kindern, anders als in Marokko oder Algerien, eine Ausbildung und eine Chance für ihr Leben bieten kann. Schaffen Sie das, sind Sie die patriotischsten Kanadier oder Quebecer und beschämen uns damit. Unterbindet man jedoch Ihre Bemühungen und greift sie an, entstehen tiefe Wunden und Entfremdung. Problematisch ist, dass die momentane weltweite Flüchtlingssituation uns zwingt, sofort Menschen aufzunehmen. Das ist ein großes Problem. Aber man kann immer noch gegen das falsche Bild kämpfen, das die meisten haben. Denn diese Angst führt zu den seltsamsten stereotypen Vorurteilen wie, diese Muslime müssen alle Terroristen sein. Tatsächlich ist meistens das Gegenteil der Fall. Gegen diese Vorurteile müssen wir kämpfen, auch wenn es schwierig ist. Sie sind ja nun ein politischer Philosoph und man kann sagen, es besteht da eine gewisse Spannung zwischen der philosophischen Forderung und der politischen Realität. Philosophisch sagt man, das sind Menschen, die sind ein Wert an sich. Sie haben als Verfolgte ein unbedingtes Asylrecht. Politisch ist es so, dass es davon global so viele gibt, dass man nicht plausibel argumentieren kann, diesem Versprechen gerecht zu werden. Wie manövrieren Sie denn als Denker innerhalb dieser offenbaren Spannung? Das sind politische Dilemmata, die man nicht so einfach lösen kann. Aber es gibt Verschiedenes, womit man die Situation entschärfen kann. Zuerst einmal kann man die Bedingungen in den Flüchtlingslagern außerhalb von Europa verbessern und dafür sorgen, dass die Kinder eine bessere Ausbildung bekommen, damit sie, wenn sie jemals dort wegkommen, nicht hoffnungslos hinterherhinken. Das sind mildernde Maßnahmen.
Es gibt keine einfachen, schönen Lösungen. Aber so ist es in der Geschichte und in der Politik. Es geht darum, das am wenigsten Inhumane zu tun. Können Sie denn Vorschläge beispielsweise von linken Philosophen wie Slavoj Žižek nachvollziehen, der sagt, wir müssen langsamer machen, sonst destabilisieren wir die letzten Demokratien, die an sich noch funktionieren, so weit, dass diese auch instabil werden? Ich denke, daran ist etwas wahr. Und man kann es auch beobachten. Die beiden großen Flüchtlingsströme aus Afrika und dem Nahen Osten sind zurückgegangen oder versiegt. Aus Libyen zu einem gewissen Grad und aus der Türkei großenteils. Gewissermaßen schließen Parteien wie die AfD eine Tür. Oder die Schweizer Volkspartei. Ja, aber sie sind alle besorgt wegen Zuständen, die inzwischen passé sind. Natürlich müssen wir verhindern, dass die Flüchtlingssituation wieder diese Ausmaße annimmt. Aber dann müssen wir uns gegen diese Parteien wehren und sagen, diese Menschen sind nun mal hier. Entweder macht ihr aus dieser Situation einen Albtraum für alle, oder wir schauen, wie wir zusammenleben können. Ich denke, dafür müssen wir kämpfen. Das sage ich, obwohl ich nicht Europäer bin. Situation in der freien Welt sozusagen. Ja, ihr müsst gegen diese Parteien kämpfen und sie fragen, was für eine Zukunft bietet ihr euren Kindern und Großkindern in euren tief gespaltenen Gesellschaften, die nur mit Hass und Zurückweisung auf diese Einwanderer reagieren und damit natürlich auch keine Lösung anbieten für die wirtschaftlichen Probleme. Sie haben nun als Philosoph ein extrem gutes Gespür, eine Art prophetisches Gespür gehabt für die Konstellationen, in denen wir jetzt stehen. Sie haben bereits in den 70er Jahren Theorien darüber entwickelt, wie Nationalstaaten damit umgehen, dass mehrere Ethnien, mehrere Kulturen in diesem Nationalstaat leben. Der Begriff, den Sie verankert haben im politischen Diskurs, ist der Multikulturalismus. Und er entstand aus einer sehr kanadischen Situation. Sie gehören der französischsprachigen Minderheit an. Und es war die Frage, wie sich diese Minderheit als kulturelle, als sprachliche Minderheit halten wird können, wie sie ihr Überleben als Gemeinschaft sichert. War das der Ausgangspunkt? In Kanada ist es noch komplexer, denn der Multikulturalismus ist eine politische Lösung für eine sehr breit gefächerte Immigration. In Kanada haben wir jedoch eine Zwei-Nationen-Politik. Wir haben eine französisch sprechende Nation in Quebec und das restliche Land, das sich mehr oder weniger um die englische Sprache gruppiert. Wir hatten dadurch große Probleme, weil es Zeiten gab, in denen sich Quebec unabhängig machen wollte und dann wieder wollte man Quebec nicht integrieren. Wir scheinen diese Spannungen wie durch ein Wunder, Klopfer auf Holz, überwunden und eine Übereinkunft gefunden zu haben. Multikulturalismus hingegen ist die politische Lösung für eine Gesellschaft, die eine große Anzahl Flüchtlinge integriert nach dem Grundsatz, dass sie nicht von den britischen Inseln oder vom Norden Frankreichs stammen müssen, um, wie alle anderen, vollwertige Bürger zu sein. Es ist eine Politik der Integration, ungeachtet der Herkunft. Aber die Integration hat eine gewisse Bremse, denn ihr Zugang sagt, wir integrieren euch, aber gleichzeitig gibt es das Versprechen, dass ihr eure kulturelle Identität als Gemeinschaft in diesem neuen Land halten, bestärken könnt und dass der Staat diese sogar fördert. Ja, Integration, aber keine Assimilation. Integration bedeutet, dass man in der Gesellschaft verschiedene Rollen übernimmt. Zuerst einmal bekommt man einen Job und kann seine Kinder ernähren. Man kann aber auch einer Partei oder Vereinen beitreten und so Teil der Gesellschaft werden. Ausgehend von unserem gut fundierten Grundsatz haben wir folgende Erfahrung gemacht. Wenn Menschen sich auf diese Weise integrieren, entstehen Gemeinschaften, die auf grundlegenden kulturellen und politischen Werten gründen. Das haben wir erlebt. Und das ohne den gleichen Glauben zu haben. Die einen sind Muslime, die anderen Christen oder Atheisten. Sie sind so unterschiedlich, wie man es sich nur vorstellen kann. Damit müssen wir leben. Keine Assimilation, aber volle Integration. In diesem Prozess lässt man zu, dass sich das Verhältnis zwischen kultureller Einheit und Diversität von selbst regelt.
Ausgehend von der Überzeugung, dass kulturelle Unterschiede eine Bereicherung und keine Gefahr darstellen. Sie sprachen von Integration und die Idee der Integration setzt ja voraus, dass es eine Leit- oder eine Heimkultur gibt, in die man sich integriert. Ihr sehr interessanter Ansatz, das Multikulturalismus, zeichnet sich nun dadurch aus, dass es dieses Versprechen einer Leitkultur, in die man sich integrieren kann, gar nicht mehr explizit gibt. Und damit wird ja die Idee der Integration selbst ein wenig heikler, brüchiger. Das ist etwas Neues in der Geschichte. Sie haben recht. Und genau das bedeutet Multikulturalismus. Er sieht keine Leitkultur vor, sondern Integration. Die Menschen bekommen Arbeit und übernehmen verschiedene Rollen in der Gesellschaft. So kommen sie einander näher, lernen sich kennen und arbeiten zusammen. Das führt nicht nur zu einer soziologischen Integration, sondern zu einem gegenseitigen Austausch. Hinzu kommt die kulturelle Einheit. Sie ist nicht viel anders als die gemeinsame Kultur, die Kanada schon immer hatte. Sie beinhaltet politische Ethik und entwickelt sich mit den Generationen wie alles andere weiter. Aber mit dem Resultat, dass wir einander so nahe kommen, dass die Unterschiede als Bereicherung und nicht als Gefahr wahrgenommen werden. Doch das gilt nicht für Quebec, denn im englischsprachigen Kanada stammt nur ein Drittel der Bevölkerung von den britischen Inseln, während in Quebec etwa 75% der Bevölkerung von den ursprünglichen Siedlern am Ufer des St. Lawrence-Stroms abstammt. Dort gilt das Prinzip der Interkulturalität, also eine kontrollierte Neudefinition der Kultur. Das heißt, die Neuzugezogenen mischen sich mit den Ansässigen und schaffen immer wieder neue Zwischenkulturen. Das ergibt eine Kontinuität im Verlauf der Geschichte, die ständige Veränderung erfordert. Wer in Quebec sogar davor Angst hat, dem sage ich jeweils, diese Immigranten verändern uns viel weniger als unsere Kinder und Großkinder. Wir erleben also kontinuierliche, sehr komplexe und starke interne Veränderungen, die aber vor allem durch unsere Kinder und Großkinder ausgelöst werden. Also ein wandernder Identitätshorizont durch die Zeit, der sich immer weiter erneuert und verändert. Aber ein Bedenken kann man ja trotzdem formulieren. Dieses multikulturalistische Paradigma ist für postkoloniale Gesellschaften besonders geeignet. Es hatte dann aber eine globale Karriere in Deutschland, in Finnland, in Schweden. Sagte man auch in den 80er, 90er Jahren, wir wollen eine multikulturelle Gesellschaft sein, ohne dass dafür die spezifischen Voraussetzungen gegeben gewesen wären, die im Ursprungsland dieser Idee in Kanada gegeben gewesen wären. Mich interessiert, wie haben Sie dieses Wandern dieses Konzepts als globales Konzept beobachtet? Ja, wir sind nun in diesem Prozess seit 200 Jahren. Mit wir meine ich nicht nur Kanada und die USA, sondern die ganze westliche Hemisphäre. Viele Länder wie Peru und Brasilien sind in dieser Situation. Wir verstehen daher ziemlich gut, wie es funktioniert. Und Erfolge aus der Vergangenheit ermutigen uns, auch in Zukunft Menschen zu integrieren. Das ist im europäischen Kontext verständlicherweise nicht passiert und deshalb sind die Menschen sehr verängstigt. Gewisse Muster, die wir als vorübergehende Phänomene kennen, machen den Bürgern hier große Angst. Ein Beispiel. Wenn Menschen aus einem fremden Land zu uns kommen, finden sie zueinander. Warum? Ich bin neu und finde keinen Job. Was soll ich tun? Ah, mein Schwager hat einen Freund, der... Die Leute tun sich zusammen, weil sie sonst nur schwer überleben können. Das Gleiche passiert in Ländern wie Indien, in Mumbai. Wenn sie aus Gujarat kommen oder Südindien, dann mit Freunden. So sind Menschen, das tun sie. Ja, das ist also kein Grund zur Sorge. Die nächste Generation macht das nicht mehr und die übernächste noch weniger. Denn sie gewinnen Freunde und haben Jobs, die ihnen Kontakte in anderen Bereichen ermöglichen. Es ist also kein bleibendes, sondern ein vorübergehendes Phänomen. Wenn ich über Multikulturalismus in Europa rede,
meinen die Leute immer, wir verstünden darunter, dass diese Menschen in ihre Ghettos gehen und uns nicht mehr behelligen sollten. Gekoppelt mit dem tatsächlichen Phänomen einer gewissen Ghettoisierung in Amsterdam oder anderswo. Ghettoisierung, die auch manchmal folgen kann. Ja, es sieht aus wie der Beginn einer Ghettoisierung. Doch der Lauf der Dinge ist anders vorausgesetzt. Man behält diese Menschen nicht in den Ghettos, man stigmatisiert sie nicht und sagt, ihr seid seltsam und gehört nicht hierher. Ich befürchte aber, genau das tun die Franzosen mit ihrer jungen muslimischen Bevölkerung. Ich hatte nun einmal das große Vergnügen, auch nach Kanada einzuwandern. Und der Grenzbeamte sagte mir damals, ich werde es nie vergessen, willkommen in Kanada, machen Sie uns besser. Ein wunderschöner Satz für jeden, der in ein neues Land kommt. Aber man hat mir auch erklärt, was Multikulturalismus im Vergleich zum amerikanischen Melting Pot ist. Und die sagten, Kanada ist wie eine Salatschüssel. Und die Zutaten der verschiedenen Ethnien sind die Zutaten des Salats. Die vermischen sich nicht, sondern die bleiben so, wie sie sind. Das heißt, es gibt schon die Idee, dass es dann irgendwann keine Verschmelzung gibt, sondern eine Beharrlichkeit der jeweiligen Kulturen. Ich denke, das ist ein wenig illusorisch, auch wenn es schmeichelhaft klingt. Wir denken ja gern, wir seien besser als die Amerikaner. Aber ich glaube nicht, dass es stimmt. Die Realität in beiden Ländern liegt zwischen diesen beiden Extremen. In New York hat sich viel mehr von der ursprünglichen Kultur erhalten und in Toronto viel weniger, als die Leute meinen. Aber in diesem Unterfangen, in dem unsere Gesellschaften stecken und an dem viele Menschen aus unterschiedlichen Kulturen beteiligt sind, sollten wir eine gesunde Mischung anstreben. Eine Gesellschaft, in der es Integration gibt, in dem Leute Jobs bekommen und sich Angehörige verschiedener Kulturen austauschen. Und es entstehen neue Ideen und neue Kapazitäten. In Quebec ist es zum Beispiel erstaunlich, wie viele junge Leute Englisch und Französisch sprechen. Viele kommen von anderswoher und bemühen sich sehr. Das ist ein großer Vorteil in der heutigen Zeit, in der man mit Menschen aus der ganzen Welt umgehen und verhandeln muss. Unsere Gesellschaft verfügt also über Talente, für die andere Länder alles geben würden. Eine Verbreiterung der Möglichkeiten. Trotzdem gibt es ja eine Art politischen dunklen Bruder des Multikulturalismus, der insbesondere von rechten und identitären Parteien in Europa namhaft gemacht wird. Das nennt sich Ethnopluralismus. Und die Idee ist, ganz ähnlich klingend wie Ihre Intuition, dass sich gewisse kulturelle Gemeinschaften schützen müssen davor, dass sie hybridisiert, verändert, dynamisiert werden. Und wenn sie das nicht aktiv tun, dann gehen sie als Gemeinschaften unter. Ich denke, es ist illusorisch zu meinen, wir könnten voneinander lernen und würden uns stark von anderen beeinflussen lassen. Das sehe ich an mir selbst. Ich habe andere Sprachen gelernt und fremdländische Literatur gelesen und fühle mich dadurch bereichert. Aber ich bin nicht wie die Autoren der Literatur, die ich gelesen habe. Ich bin sehr beeindruckt von der polnischen Literatur, aber ich war nie Pole. Es ist also eine Illusion. Aber gewisse Leute verstehen nicht, wie interessant und fruchtbar ein Austausch mit Menschen sein kann, die zutiefst anders bleiben aufgrund ihrer Herkunft, ihrer kulturellen Bezüge und so weiter. Man kann darin sogar einen gewissen Vorteil sehen, es anregend und bereichernd finden. Aber es geht nie darum, wie sie zu werden. Diese Feier der Pluralität, und das ist ja ein Gedanke, der ihr Konzept trägt, der hat nun eine gewisse Veränderung vorgenommen. Man kann sagen, früher, 80er, 90er, sprachen wir über Multikulturalismus. Heute gibt es ein neues Buzzword, einen neuen Kernbegriff, der heißt Diversität. Da geht es nicht mehr um kulturelle Gemeinschaften, sondern um sexuelle Gemeinschaften, um andere Formen des Andersseins, die auch Anerkennung wollen. Das hat aber mit Ihrem Konzept einer kulturellen Verankerung gar nicht mehr so viel zu tun, diese Diversität. Ich denke, es ist ein breiteres Konzept, das alles umfasst, was Multikulturalismus beinhaltet. Dazu gehören auch andere Bereiche wie die sexuelle Orientierung, die Genderfrage.
Aber es geht um die gleiche philosophische Einsicht, dass eine Gesellschaft zum Beispiel tolerieren sollte, dass ich hetero bin und mein Freund homosexuell ist. In so einer Gesellschaft kann ich viel lernen, die Diversität mehr schätzen und Gutes über andere Menschen erfahren, ohne wie die anderen werden zu müssen. Ich denke, Sie haben recht. In unseren modernen Gesellschaften ist Multikulturalismus vielleicht eine offizielle Politik, weil sie vorgeschrieben ist. Aber was den Leuten wirklich zusagt, ist die Diversität. Manchmal sagt ja ein Bild mehr als 1000 Worte. Und es gibt ein wunderbares Bild, das diese kanadische Utopie zusammenfasst. Das ist das Bild des ersten Kabinetts Ihres Premierministers Justin Trudeau, das wir uns jetzt gerne mal kurz anschauen können. Denn es ist ein Paradebeispiel, in dem Multikulturalismus und Diversity zusammenkommen. Vielleicht ganz kurz erklärt, 50% dieser Kabinettsmitglieder sind Frauen. Und man kann sehen, dass fast jede Form kulturellen Daseins abgebildet ist. Es gibt Menschen mit einer Behinderung, es gibt Menschen verschiedenen religiösen Hintergrundes, es gibt auch einen homosexuellen oder eine lesbische Ministerin. Das heißt, alles ist abgebildet. Ist das für Sie ein Idealbild, wie menschliche Gemeinschaft funktionieren soll? Ja, in gewisser Hinsicht. Doch dieses Bild ist vom Fotografen arrangiert. Ich möchte eine Gesellschaft, die sich natürlich ohne irgendwelches Eingreifen bildet. In Vorständen, in Parteien findet man am runden Tisch 50% Frauen und Menschen verschiedener Orientierungen. Trudeau hatte die Vorstellung, wenn man die Gesellschaft so arrangiert, wird sie in diese Richtung gehen. Und das geschieht tatsächlich. Jetzt gibt es gerade aus der Richtung, aus der Sie politisch-philosophisch kommen, dem Kommunitarismus, viele Menschen, die sagen, dieser Drang zur Diversität, der Betonung einer eigenen lokalen Identität. Ich bin zunächst einmal ein Transgender-Person. Ich bin zunächst einmal eine Frau. Ich bin zunächst einmal ein Afroamerikaner. Dass das eine schwächende Wirkung mit Hinsicht auf das Gemeingut hat. Das heißt, dass diese Menschen sich mit einer lokalen Identität vereinnahmen lassen, ohne dass sie das große Ganze dann noch im Auge haben können. Mark Liller hat ein ähnliches Argument vorgebracht. Wie würden Sie das sehen? Gibt es ein zu viel an Diversität, in dem das Gemeinwohl dann außer Blickweite gerät? Wirklich wichtig ist die Frage, ob man Solidarität schaffen kann unter Menschen, die unterschiedliche Stellungen bekleiden und andere Lebensentwürfe haben. Nun gibt es Bereiche in der Diversität, die kompatibel sind. Denn unsere Bemühungen um die Akzeptanz der Diversität in unserer Gesellschaft haben neue Bande zwischen unterschiedlichen Gruppen geschaffen. Das habe ich selber erlebt. Ich habe in Quebec gegen Gesetze gekämpft, die islamischen Frauen verbieten wollten, den Ganzkörperschleier zu tragen und Jobs zu kriegen. Und ich fand mich in Demonstrationen neben einem nichtgläubigen Muslim, einem Agnostiker, einem Katholiken, einem Protestanten, einem Atheisten. Wir waren sehr stark verbunden durch unseren Kampf gegen dieses Gesetz. Da gibt es also keine Widersprüche. Andererseits wird jedoch diese Authentizität seit kurzem durch ein anderes schlimmes Phänomen bedroht, das mit Meritokratie zu tun hat. Jugendliche, die eine viel bessere Bildung bekommen haben als ihre Eltern, die erfolgreich sind als Manager und so weiter, sind überzeugt, sie hätten das ganz allein geschafft. Das geht einher mit dem Bedürfnis, sich zu verwirklichen, was tödlich ist. Diese Haltung belastet das Leben in unseren Demokratien. Die Menschen, die in Sachen Solidarität führend sein sollten, nämlich die Erfolgreichen, die zu Geld gekommen sind und wichtige Positionen bekleiden, die Zuckerbergs dieser Welt, wenn sie so wollen, zeigen sich kaum solidarisch mit denen, die es schwer haben. Also ein Elitenproblem, die sich abkoppeln in ihren Interessen von der großen Gemeinschaft. Richtig. Und dagegen müssen wir mit allen Mitteln kämpfen. Wie schafft man diese Art von Solidarität?
Nur durch politische Bewegungen, die zum Ziel haben, solche Probleme zu überwinden und bessere Bedingungen für diese Menschen zu schaffen. In diesen Bewegungen fühlen sich die Menschen stark und fähig, etwas zu bewirken. Sie überwinden das Gefühl der Ohnmacht. Sie schließen sich zusammen. Wir müssen daher unsere Haltung zu einigen Helden der digitalen Welt wie Mark Zuckerberg ändern. Wir verdanken ihnen zwar durchaus einige Errungenschaften, abgesehen von den damit einhergehenden Problemen. Sie schaffen andere Probleme, weil sie die Steuern nicht oder auf den Kaimaninseln bezahlen. Oder sie schaukeln die Dinge so, dass sie am meisten Profit in Irland machen, wo die Steuern tief sind. Das sind also sehr schlechte Bürger. Sie sprechen jetzt die Hierarchie in sozialen Beziehungen an. Ungleichheit, auch im Sinne von monetärer oder Solidaritätsbekundung. Ein Problem an dieser Diversität, die manche Menschen als solches empfinden, ist, dass wenn eine Person sich mit einer Gemeinschaft identifiziert, die viel Schlimmes erfahren hat, eine Opfergemeinschaft, sagen wir Afroamerikaner, sagen wir vielleicht auch nur Frauen, im Dialog zwischen zwei Menschen schleicht sich dann oft auch eine Hierarchie ein, in der Gestalt, dass man sich selbst als weißer Mann zum Beispiel als Täter fühlt und es eine Art Schuldhierarchie gibt zwischen der Person, die sich als Opfergemeinschaft identifiziert und einer anderen, die vielleicht die Tätergemeinschaft ist. Oder als Frage gestellt, dieses Diversitätsbestreben, ziehen sich da nicht auch Hierarchien in das soziale System ein, die schwierig zu bearbeiten sind? Sehr schwierig. Denn die Leute am oberen Ende der Leiter sind sich oft der Realität nicht bewusst. Sie haben den Eindruck, den Schwarzen geht es ziemlich gut, aber mir geht es besser, weil ich weiß bin und sie schwarz sind. Solche Probleme können wir überwinden. Und sie werden angegangen von Bewegungen wie Black Lives Matter in den USA, wie Me Too, die vor allem die Missbrauchsfälle in den USA an den Pranger stellt. Schwierig ist es, Gegenreaktionen zu verhindern, wie die von Leuten in höheren Positionen, die finden, die Leute sind okay, solange sie bleiben, wo sie sind, und ich zuerst komme. Einige sehr gute soziologische oder anthropologische Studien über diese Geisteshaltung wurden von Soziologen wie Ali Hochschild gemacht. Dieses Thema müssen wir vertiefen. And we have to somehow make inroads into that. Würden Sie denn als politischer Philosoph auch sagen, dass eine Weise historisch begangenes Unrecht als an einer Gemeinschaft dadurch wieder gut gemacht werden kann, dass man die jetzigen Vertreter dieser Gemeinschaft in gewisser Weise besonders fördert oder vielleicht sogar staatlich übervorteilt, indem man Quoten einrichtet, besondere Förderungsprogramme? Gibt es überhaupt eine Weise, dieses Unrecht in der Gegenwart adäquat auszugleichen? Ich denke, das ist möglich. Ich weiß, dass der Widerstand gegen solche Bestrebungen eingehend untersucht wurde. Viel wurde getan mit Quoten für Afroamerikaner. Nun gibt es allerdings wieder Gegenreaktionen. Oder in Kanada für die First Nations. Das ist ein anderes großes Problem, das wir noch viel stärker bekämpfen müssen. Aber da geht es darum, den Angehörigen dieser First Nations wieder auf die Füße zu helfen, damit sie ihr Leben bewältigen können. In Vancouver ist gute Arbeit geleistet worden, indem die Leute in den Aborigines-Gesetzen geschult wurden. Da gibt es einen Weg, den wir gehen können. Ich weiß, es gibt immer noch Widerstand, aber der wird abnehmen, je weiter wir diesen Weg verfolgen. Ein wichtiger Aspekt Ihres Schaffens und auch Ihres Daseins ist auch Ihr Glaube. Sie sind ein gläubiger Katholik und es war für mich immer faszinierend zu sehen, wie ein Mensch, der sich zum katholischen Glauben bekennt, die Spannung zur Philosophie als Philosophie ausgleichen will. Man könnte ja sagen, die beiden Dinge schließen sich fast aus. Im katholischen Glauben geht es um Dogma, um Dinge, die nicht hinterfragt werden können, und in der Philosophie um die Aktivität des Hinterfragens selbst. Aber die Philosophie kommt gut zugange mit Thomas von Aquin zum Beispiel, der zwar nicht meiner Richtung entspricht, den ich aber bewundere. Ich orientiere mich mehr an der Phänomenologie, an Husserl oder Ricoeur. Husserl und, of course, Ricoeur, ja. Und so
Ich denke, heute gibt es in der katholischen Kirche und allen großen Glaubensgemeinschaften ein Bewusstsein für die Vielfalt der philosophischen Ausdrucksweisen für den Glauben. Das hängt zusammen mit etwas, das zentral ist für das 21. Jahrhundert, nämlich verschiedenste Annäherungsversuche an den Glauben, an das zentrale Verstehen der christlichen Kirche. Das ist sehr hilfreich, denn uns fehlt heute der Zugang zu einer tiefen Spiritualität, die den Menschen früher Halt gab. Ich komme von Quebec. Marie de l'Incarnation war eine wichtige Frau, die man völlig vergessen hat wegen des Widerstands gegen die katholische Kirche. Aber es gibt Leute, die neue Initiativen ergreifen, wie Jean Vanier, der Gemeinschaften gegründet hat, in denen behinderte und nicht behinderte Menschen zusammenleben. Das ist eine neue Art von apostolischem Werk, aber auch eine neue Verbindung zur zentralen Botschaft des Christentums. Das ist das Spannende an der heutigen Zeit. Einerseits gibt es viele Kirchenaustritte von gläubigen Menschen. Andererseits entstehen diversifizierte Wege zum Glauben, die man vergessen hat oder die es bisher nicht gab. Der Philosoph William James sagt, eine religiöse Erfahrung ist so wichtig, dass sie die heiße Stelle in unserem Bewusstsein verschiebt. Es wird ein neues Zentrum der Identität. Und mir scheint, dass gerade im amerikanischen Diskurs oder im angloamerikanischen Diskurs es ein sehr unglückliches Verhältnis gibt zwischen Menschen, die auf religiöse Menschen als geistig minder bemittelt oder geradezu defizient hinwegsehen, weil sie die Wissenschaft haben. Eine Art Vulgarisierung des Verhältnisses zwischen Religion und Wissenschaft, die auch in die Philosophie immer stärker einzieht. Das stimmt. Das zeigt sich verstärkt in einer bestimmten philosophischen Richtung. Andererseits gibt es Leute, die diese sehr enge naturwissenschaftliche Betrachtung des Menschen, die keine Zukunft hat, dekonstruieren. So there are people like me who have been working on deconstructing that. But there are also people like Und es gibt Wissenschaftler wie John Milbeck, die Begriffe wie die Scientia in einem weiteren Zusammenhang sehen und eine Beziehung zum religiösen Glauben herstellen. Ich denke, darüber könnten wir endlos diskutieren, aber es geht immer weiter und wir bleiben dran. Aber wenn wir heute das Thema haben, die Suche nach einer perfekten Gemeinschaft, nach einem perfekten Zusammenleben, dann könnte ein zentraler Gedanke, wenn man auf die Weltkarte heute schaut, sein, der Hauptgegner, das Haupthindernis solch eines gelungenen Zusammenlebens sind religiöse Überzeugungen. Das ist das, wo Menschen gegeneinander auf Leben und Tod aufeinander zugehen. Ja, wenn man mit heute 2020 meint. Wenn man damit das 20. und 21. Jahrhundert meint, müsste man Stalin, Hitler, Pol Pot dieser Kategorie zuordnen. Zählen wir jetzt die Leichen nicht. Doch wenn wir einen Vergleich anstellen würden, wäre die Zahl der von Atheisten verursachten Opfer mindestens so groß. Also besser keine Vergleiche suchen als Atheist. Ja. Es ist ja kein Wettbewerb, an dem wir uns beteiligen wollen. Wir stehen ja derzeit in unserer Weltgemeinschaft, das ist ja auch ein schönes Wort, das es noch gar nicht so lange gibt, vor einer neuen Herausforderung, insbesondere der ökologischen Herausforderung. Ja. Man hat das Gefühl, dass derzeit ein neues Gemeinschaftsbewusstsein globalerweise sich entfaltet. Würden Sie das teilen, dass die ökologische Bedrohung uns einen neuen Sinn dafür geben kann, was es heißt, in einer Weltgemeinschaft zu leben? Auf jeden Fall. Ich bin sehr besorgt und dabei Angst, denn viele Menschen meiner Generation scheinen das nicht ernst zu nehmen. Und dann kommt da ein Teenager wie Greta Thunberg. Das ist toll. Sie mobilisiert alle diese Jugendlichen, die jeweils freitags die Schule schwänzen.
Diese Generation könnte uns retten. Etwas im menschlichen Geist ist also noch nicht abgestorben, obwohl alte Hasen wie ich ihre Verantwortung nicht wahrnehmen. Bei aller Sympathie für diese Bewegung kann man sagen, ihr zentrales Moment ist Angst. Und Angst ist nicht unbedingt ein Faktor, der Solidarität erleichtert, sondern Solidarität spaltet. Dieses apokalyptische Bewusstsein, wir könnten die letzte Generation sein, die überhaupt noch eine lebenswerte Erde vorfindet, die muss ja gar nicht dazu führen, dass man zusammenkommt, sondern es könnte ja menschlich vielleicht sogar plausibler dazu kommen, dass man sich in diesem apokalyptischen Bewusstsein spaltet. Es kommt sogar noch schlimmer, wenn man diese Angst schürt. Ich sitze vor dem Fernseher, schaue mir ein entsprechendes Programm an, bekomme es immer mehr mit der Angst zu tun und weiß nicht, was ich machen kann. Also wechsle ich zum Hockeyspiel. Die Menschen zappen weg, weil sie so große Angst haben. Was Greta Thunberg und andere Jugendliche uns anbieten, ist ein gemeinsames Projekt mit dem aufregenden Ziel, wieder eine Welt zu schaffen, in der wir leben wollen. Es geht um mehr, als von der fossilen Energie wegzukommen. Wir können mehr Bäume pflanzen und viele solche Dinge tun und damit etwas erreichen. Wir haben die Kraft, ein Programm zu schaffen, das in den USA Green New Deal heißt. Grün, weil damit der Planet gerettet werden soll. New Deal, weil es alle Menschen umfasst, die sich durch die Globalisierung und Robotisierung im Stich gelassen fühlen. Beides ist gut miteinander vereinbar. Denn der grüne Bereich erfordert andere Investitionen in neue Bereiche. Ich gehe also davon aus, dass die Leute begeistert sind davon. So, I'm waiting for people to get excited by that. Also eine Mischung zwischen technologischem Fortschritt und ökologischer Erneuerung, die zusammenfinden können. Das wäre Ihre Version. Exactly. Genau das stelle ich mir vor. So I'm wondering when in Europe. Deshalb frage ich mich, wann die politischen Klassen in Europa, vor allem in Deutschland, aus ihrer Lähmung aufwachen. Wenn wir in diese Richtung gehen, bekommen wir mehr Stimmen von der AfD. Wenn wir diese Richtung einschlagen, verlieren wir Stimmen. Sie sind gelähmt. Was sie brauchen, ist die Lancierung eines neuen Programms. Vielleicht können sich die Grünen und die Sozialdemokraten zusammentun. Ein Marshallplan für die Erde oder nicht? Was steht Ihnen davor? Exactly. That should be. Genau das sollte die Menschen wachrütteln. Aber sie sind völlig gelähmt wie das Kaninchen vor der Schlange. Wege aus dieser Paralysierung gibt es viele. Einer ganz zentraler ist Gottvertrauen. Die Idee, dass auch wenn wir keine Lösung sehen, es eine Art Vorsehung gibt, die das lösen wird. Spielt das in Ihrem eigenen Leben für Sie eine wichtige Rolle? Ja, das sieht man an der Tatsache, dass diese jungen Menschen auftreten und uns sagen, ihr seht, wie es um die Welt steht und ihr tut nichts. Für mich ist das Gnade, das Wirken Gottes. Es ist sichtbar. Also die Hoffnung auf eine perfekte Gemeinschaft, würden Sie sagen, ist letztlich eine von Gott inspirierte Hoffnung in religiöser Spur? Die perfekte Gesellschaft werden wir nie haben. Aber ja, das wird von uns gefordert und mehr als das. Uns diese Herausforderung zu stellen, gibt unserem Leben eine Dimension, die es sonst nicht hätte. Herr Taylor, Sie sind sicher jemand, der diese Dimension freigelegt hat, bedacht hat, ausgearbeitet hat für uns alle. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute da waren. Und verabschiede mich auch gerne von Ihnen, liebe Zuschauer. Bis zur nächsten Sternstunde. Denken Sie weiter.